Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, Kollegen Bundesräte, liebe Zuseher zu Hause am Livestream, ja, zu Tagesordnungspunkt 6, zur Änderung des Sanitätergesetzes, das ist durchaus sinnvoll und auch unterstützenswert, daher gibt es seitens der Freiheitlichen auch die Zustimmung. Über den Zeitpunkt könnte man diskutieren, aber besser spät als nie, Herr Minister. Seit Anfang März, also seit 2 Monaten, leben wir in Österreich alle mit Einschränkungen in allen Lebenslagen. Ob im Privaten, im Wirtschaftlichen, im Sozialen oder im Bereich der Gesundheit. Und dies alles, um eine sogenannte Gesundheitskrise in den Griff zu bekommen. Nun, nach 2 Monaten fällt der Regierung ein, man könnte doch die Daten, Zahlen und Fakten ordentlich und einheitlich erfassen, damit wir in Österreich endlich auf der Basis von gesicherten Zahlen und Fakten über die Lage des Landes sprechen können. Um allerdings ordentlich über die Situation in Österreich urteilen zu können, braucht es natürlich die Fallzahlen, Kontaktpersonen, nachvollziehbare Ansteckungsketten, Screening-Daten sowie einheitliche Screening-Programme. Liebe Regierung, das ist längst überfällig und eigentlich eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung, dass man dafür 2 Monate braucht. Und die Bevölkerung ist es endlich leid, nahezu täglich mit ihren Pressekonferenzen berieselt zu werden und am Ende gleich viel zu wissen oder gar weniger oder noch schlimmer, noch mehr Angst zu bekommen. Ich erinnere nur an die Aussagen Ihres türkisen Heilsbringers in den nahezu 70 Pressekonferenzen dieser Selbstdarsteller. Wir haben die Ruhe vor dem Sturm. Na, liebe Regierenden, wo war dieser Sturm? Hätten wir diese Maßnahmen nicht gesetzt, dann gäbe es eine massive Ausbreitung der Krankheit mit bis zu 100.000 Toten. Rechnet man das auf ein Jahr, hätten wir täglich in Österreich über 270 Tote. Aber die wohl brutalste und für mich niederträchtigste Aussage war wohl: Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Liebe Regierung, ich persönlich kenne Gott sei Dank niemanden, der an Corona verstorben ist. Ich kenne aber sehr viele, die vor ihrem Scherbenhaufen der Existenz stehen. Versetzt euch doch einmal in die Lage all jener Menschen, deren komplettes Lebenswerk aufgrund dieser Regierung gerade den Bach hinuntergeht. Mit diesen Angstparolen versuchte man bewusst, die Bevölkerung gefügig zu machen, ja sogar bis hin zu einer Überwachungs-App will man mit dieser Panikmache gehen. Mit vollem Vorsatz, wie wir nun wissen, wurde der Bevölkerung aus reiner Gier zur Macht, Angst und Schrecken versetzt. Es ist nun unsere Aufgabe, die neue türkise Normalität, die zum Ziel hat, unsere Heimat in einen totalitären Staat umzubauen, mit allen demokratischen Mitteln, die uns nur zur Verfügung stehen, zu bekämpfen. Deshalb gehen wir als FPÖ und als einzige Partei nun den rot-weiß-roten Schulterschluss mit der Bevölkerung ein. Um einen totalitär regierenden Kurz die Grenzen aufzuzeigen, die Grünen, wie wir sehen, sind ja unfähig, denn um ein wenig länger am Futtertrog der Macht zu bleiben, gibt man sich ja gerne auf, koste es, was es wolle. Wo Fakten und gesicherte Handlungsweisen fehlen, müssen Geschichten her, um den Angstpegel möglichst hoch zu halten. Die Pressekonferenzen sind mittlerweile der Ersatz für Politik,
Es wird vorgetäuscht, dass etwas gemacht wird und jeder wundert sich dann, der real mit diesen Erzählungen der Regierenden konfrontiert ist, wo bleibt die Hilfe? Deshalb setzt diese Regierung allen voran, ihr Anführer auf maximale Inszenierung und minimale Information und Transparenz. Der Vergleich mit König Ludwig aus Bayern kommt nicht von ungefähr. Auch er erzählte gerne Märchen und flüchtete sich in seine eigene Traumwelt. Deshalb nannte man ihn auch den Märchenkönig. Die Ähnlichkeit mit unserem Heilsbringer in Österreich ist wirklich verblüffend. Mit diesen Schreckensszenarien wurde nicht das Virus bekämpft, sondern die heimische Wirtschaft. Unseren Kindern wurde erzählt, sie bringen den Tod zu ihren Großeltern ins Haus. Viele Omas und Opas mussten ihr wahrscheinlich letztes Osterfest ohne ihre geliebten Enkelkinder und oft ganz alleine verbringen. Diese gestohlene Zeit hat in vollem Ausmaß diese schwarz-grüne Regierung zu verantworten. Und wäre dies nicht schon schlimm genug, sagt man jetzt, naja, es gab halt einen Fehler und ihr hättet eh können Ostern gemeinsam feiern. Seid selber schuld. Die Enkel und Großeltern werden sich bei euch bedanken. Ihr habt diese Leute in voller Absicht hintergangen. Ihr habt die Kinder als Todesengel missbraucht, um kurz darauf pünktlich zum Ramadan wieder alles zurückzunehmen. Schämt euch! Und jetzt noch zum Märchen, koste es, was es wolle. Ein toller Satz, jeder ist im Glauben, ihm wird geholfen, damit er seinen Betrieb nicht schließen muss. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Mich haben sicher nicht als einzigen sehr viele Unternehmer angerufen und haben mir ihre Fälle geschildert. Es haben alle die gleichen Probleme. Von denen hat noch kein einziger einen Cent erhalten. Und mir braucht man jetzt nicht erzählen, dass jene Unternehmer, die mich angerufen haben, zu blöd waren, einen Antrag auszufüllen. Zwei Beispiele exemplarisch aus den unzähligen, die mir an mich herangetragen wurden. Ein Unternehmer, der vor kurzem seinen 50 Jahre alten Familienbetrieb übernehmen musste, weil sein Vater viel zu früh verstorben ist. Der Grund, er bekommt keinen einzigen Euro. Und wissen Sie warum? Weil er als Neugründer geführt wird. Das muss mir einmal einer erklären. Ich erinnere nur daran, es koste, was es wolle. Ein zweiter Fall, der wirklich an Absurdität kaum zu überbieten ist. Eine selbstständige Friseurmeisterin steht seit 40 Jahren in ihrem Betrieb. Seit 40 Jahren bildet sie Lehrlinge aus. Seit 40 Jahren hat sie ein Kontingent an Stammpersonal. Seit 40 Jahren zahlt sie ihre Steuern pünktlich. Seit 40 Jahren investiert sie in ihren Betrieb, um alle Auflagen ordnungsgemäß zu erfüllen und bekommt jetzt den Almosenbetrag von 500 Euro. Eine Unternehmerin, die 40 Jahre lang brav ihre Steuern gezahlt hat, ist euch weniger wert als ein Asylant in der Grundversorgung. Und nun will man mit den neuen Verordnungen auch noch die Gastronomie und die Hotellerie komplett kaputt machen. Ein Dschungel aus Verordnungen, wo keiner mehr durchblickt. Am Donnerstag, den 30. April, kam kurz vor Mitternacht die Verordnung des, ja man muss es fast schon sagen, überforderten Gesundheitsministers raus, die unseren Wirten bis Juni das Aufsperren untersagt. Wobei man in den Pressekonferenzen eine ganz andere Geschichte erzählt. Am nächsten Tag kommt man dann daher und sagt, na, das stimmt ja nicht, wir werden das wieder ändern. Lieber Herr Minister, das ist ein Dilettantismus nicht zu überbieten. Kein Wirt hat Planungssicherheit, ob und wann er überhaupt wieder aufsperren darf, ob und wann er überhaupt seine Mitarbeiter wieder einstellen kann. Und die kolportierten Regeln haben ja mit der Praxis
sind ja die nicht im geringsten vereinbar. Man darf jetzt mit vier Kindern, man darf jetzt zu viert mit Kindern ins Restaurant zum Essen gehen. Die Kinder sind nicht genauer definiert, wie viele das sind, wer zu den Kindern zählt, das ist egal. Man braucht dann im Restaurant keine Maske, die Kellnerin aber braucht eine Maske. Das heißt, wir vier dürfen uns dann anstecken, die Kellnerin darf uns nicht anstecken, wir aber die Kellnerin. Auf Salz und Pfeffer müssen wir verzichten, denn das wissen wir, ist ja sehr ein großer Überträger. So, dann zwischen den Gängen gehe ich raus mit einem meiner Mitbegleiter, eine rauchen. Da draußen müssen wir dann den ominösen Babyelefanten wieder auspacken, damit wir den Abstand haben. Nachher gehen wir rein zum Weiteressen und um 23 Uhr müssen wir dann das Lokal verlassen, weil um 23.05 Uhr der Virus wieder gefährlich wird. Kein Mensch, der noch einen Funken Hausverstand besitzt, wird sich mit dieser vermurksten Verordnung jemals auskennen. Alleine der sogenannte Ostererlass war wohl an Unfähigkeit und Dilettantismus nicht zu überbieten. Auf die Erlässe des fehlbesetzten Gesundheitsministers können wir nicht unsere Zustimmung geben, denn dies wäre nicht mit der uns übertragenen Verantwortung in Einklang zu bringen. Bitte halt auf mit eurer Pseudo-Show-Politik, gebt endlich zu, dass die Maßnahmen überschießend und unqualifiziert sind und lasst die Bürger endlich mit euren Schikanen ein für alle Mal in Frieden. Jeder vernünftige Mensch in Österreich hat die Situation verstanden und jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat, auch ohne eure überschießenden Verordnungen. Leider aber, und so kommt es mir vor, hat jeder Minister in dieser Regierung seinen kritischen Geist über Bord geworfen, um nur noch alles nachzubeten, was der große Sebastian vorbetet. Erinnert einen ein wenig an die Geschichte, also einen Geschichtsinteressierten erinnert es ein wenig unter die Zeit von Dollfuss. Diese Regierung tut's nicht so entrüstet. Ich ersuche ein bisschen Mäßigung, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident, auf das habe ich gewartet. Jetzt kommt die große Entrüstung und vor 2 Jahren ist das Porträt vom Dollfuss noch im ÖVP-Parlamentsclub gehängt. So schnell drehen sich die Dinge. Diese Regierung hat unsere Heimat und den Wirtschaftsstandort nachhaltig geschädigt. Ihr werdet in die Geschichte eingehen, den Staat Österreich und seine Gesellschaft nachhaltig geschädigt zu haben. Die Österreicher lassen sich allerdings nicht unterkriegen und werden mit Arbeit und Fleiß dieses Land wieder aufbauen und bei den nächsten Wahlen zur Demokratie zurückführen. Danke. Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Stefan Schennach. Ich erteile dieses. Zur Geschäftsordnung. Ja, Herr Kollege Bader, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die FPÖ-Fraktion den blumigen Worten des Herrn Kollegen Steiner sehr oftmals applaudiert hat, möchte ich hier doch anmerken, dass manche Dinge ganz einfach zu weit gehen, der Würde des Hauses nicht entsprechen und auf jeden Fall beleidigende Äußerungen gemäß unserer Geschäftsordnung, § 70 Absatz 1, getätigt wurden. Ich bitte darum, das auch entsprechend nachzuprüfen. Herr Kollege Steiner hat behauptet, totalitärer Kurz, und das ist etwas, das geht zu weit, das ist in diesem Haus nicht angebracht. Man kann anderer Meinung sein, man kann auch sehr scharf formulieren, aber totalitärer Kurz ist gesagt worden und ich bitte, das nachzuprüfen, das ist nicht in Ordnung. Danke. Danke, Herr Kollege Bader. Dazu Folgendes. Wir lassen das nachprüfen. Ich hätte natürlich einen Ordnungsruf erteilt bei diesem Ausdruck. Ich habe totalitärer Staat verstanden. Jetzt war ich mir nicht sicher. Wir werden das überprüfen. Und lieber Kollege Steiner, wenn es gesagt hast, totalitärer Kurz, das ist logisch, ist ein Ordnungsruf. Aber wir lassen es prüfen. So viel dazu. Noch jemand? Ja, zur Sache, bitte. Ja. Herr Präsident, Herr Kollege Bader, jetzt lasst einmal die Kirchen ein bisschen im Dorf. Ja?
Es ist ja wirklich kein Geheimnis, dass der Dollfuß bei euch im Parlamentsclub bis vor 2 Jahren gehangen ist. Und das war ein totalitäres Regime. Und das, was der Kollege Steiner gesagt hat, war lediglich, dass das in die Richtung geht und dass man hier, und das ist ja nicht abzuleugnen, in einer Art totalitärem Staat die Verordnungen macht, die Bürger maßregelt, bindet, knebelt, fesselt. So, das muss in einer parlamentarischen Debatte gesagt werden dürfen. Und in einer Debatte, wo es um so wesentliche Dinge wie Grundrechte, Freiheit, Demokratie, Meinungsfreiheit etc. geht, ja, müssen auch einmal ein bisschen prononziertere Worte möglich sein. Also tun wir jetzt nicht so, als ob wir im Kindergarten wären und legen jedes Wort auf die Waagschale und nehmen alles gleich als Beleidigung. Ja, es ist eine lebendige Debatte. Ja, sie wird ein wenig schärfer geführt als sonst. Aber bitte, auch das ist normaler, gelebter Parlamentarismus. Bei einem gelebten parlamentarischen Debatte kann natürlich das Wort totalitärer Staat fallen, keine Frage. Das ist ja ein Begriff in der Politik, aber die persönliche Unterstellung totalitärer Kurz, wir lassen es nachprüfen, wann zu war, gibt es einen Ordnungsruf. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht mehr sagen, ansonsten erübrigt sich das. Was den Ordnungsberuf betrifft, ich habe richtig gehört, lieber Kollege Steiner, du hast gesagt, totalitärer Staat, darum erübrigt sich von meiner Seite der Ordnungsruf.